Herr Bürgermeister, vergangene Woche fand eine Gemeinderatssitzung statt, in der einige interessante Beschlüsse gefasst wurden. Unter anderem wurde die Resolution für eine plastikfreie Gemeinde gefasst. Was wurde damit bezweckt? Ja, es ist eine Resolution, die von einer befreundeten Stadt aus Niederösterreich kommt, von der Frau Bürgermeisterin aus St. Valentin. Und dort wurde diese Resolution vor 14 Tagen verabschiedet und ich habe gesagt, das ist genau das, was Machtrenk auch braucht. Wir haben das auf Machtrenk in 2 Tagen adaptiert und wir wollen sich auch zur Plastikfreiheit einer Kommune bekennen. Es geht sehr viel um die Bewusstseinsbildung bei den Bürgern, wo wir Antworten anbieten möchten. Unsere Verteilung von Stofftaschen zur Vermeidung von Plastiksackerln im Marktbereich ist eine dieser Aktionen, die wir seit Jahren bereits machen. Aber auch die Auflistung der Themen in den Kindergärten, in den Schulen, was wird dort schon gemacht und was können wir noch verbessern. Wir sind jetzt einmal bei der Analyse des Ist-Zustandes und werden das dann weiter stark forcieren, weil wir tatkräftig dagegen ankämpfen wollen und nicht nur weiter zuschauen. Und da haben wir sich selbst dieses Programm verordnet, was ständig wachsen wird und die Umweltbewusstsein der Stadt wird noch verschärft und noch verbessert. Und da bin ich sehr, sehr zufrieden, dass wir das gemeinsam tragen. Auch der Nachtragsvorschlag wurde beschlossen. Wie sehen Sie die finanzielle Entwicklung der Kommune? Sehr gut und ich habe auch wirklich die Blumen der anderen Fraktionen sehr gerne entgegengenommen, weil die Entwicklung trotz der starken Bautätigkeit im öffentlichen Bereich von der Stadtgemeinde, wo wir natürlich die Infrastruktur immense Kosten zu stemmen haben, ist die Entwicklung sehr, sehr gut, weil wir auch sämtliche Zahlen bereits geprüft haben, verbessert haben und mit einem Budget jetzt von 32 Millionen ist die Entwicklung eine sehr, sehr gute. Ich habe das nächste Jahr, was wir jetzt bereits in Planung sind, das Budget fürs nächste Jahr als Konsolidierungsjahr ausgesprochen, das erste Jahr, wo wir keine Millionenbaustelle neu abwickeln. Und das ist schon auch ein Zeichen, dass wir schauen, die Einnahmenseite haben wir Gott sei Dank dank Betriebsansiedelung auch sehr stark erhöht. Wie ist der finanzielle Stand jetzt nach so einer intensiven Bautätigkeit? Und da kommen wir zum Nachtragsvoranschlag, wo die Zahlen im Laufe des Jahres nachgebessert, verändert werden, als sehr, sehr positiv sehen. Wir haben auch in der Gemeinderatssitzung 2 Finanzierungspläne beschlossen, auch mit allen politischen Ausrichtungen zum Umbau der Feuerwehr und zur Adaptierung bei der Volksschule 1, die ja schon sehr, sage ich mal, als Baustelle sehr weit fortgeschritten ist und wir wollen das heuer auch noch abschließen. Ist auch eine Baustelle in der Größenordnung von 3 Millionen und da bin ich sehr, sehr froh, wenn das heuer nur erfolgreich abgewickelt wird. Ein Tagesordnungspunkt befasste sich mit dem Thema Sicherheit. Sie haben es bereits angesprochen, Schwerpunkt Feuerwehrwesen. Was planen Sie hier? Als Sicherheitsreferent der Stadt Machtrenk und als Finanzreferent ist mir das ein großes Anliegen, dass wir mit den Feuerwehren eine gute Kooperation haben. Und wir starten jetzt endlich auch in den nächsten Wochen den Umbau des Gemeindezentrums, dort wo die Feuerwehr Machtrenk zu Hause ist, zu einer modernen Feuerwehreinheit. Und das ist auch in der Höhe von 600.000, was da dazu zu stemmen ist. Wir wollten das eigentlich in Etappen machen. Wenn es der finanzielle Spielraum nächstes Jahr erlaubt, wollen wir diese Baustelle nächstes Jahr abschließen. Das wäre ein sehr tolles, ambitioniertes Vorhaben. Aber für die Sicherheit möchte ich das nicht zu lange ziehen. Das wird sich jetzt in den nächsten Wochen herauskristallisieren. Was auch wichtig ist, wir haben begonnen vor einem Jahr mit hauptberuflichen Teilzeitfeuerwehrmännern, um die Bürokratie dort in Zaum zu halten, weil das Kommando mit sehr viel Schreibkram und anderen Tätigkeiten schon belastet war. Und da haben wir bei der Feuerwehr Machtrenk 20 Stunden Hauptberuflichkeit und bei der Feuerwehr Kobern 10 Stunden. Das werden wir jetzt auch in der Evaluierungsphase auch wahrscheinlich den ersten hauptberuflichen 40-stündigen Feuerwehrmann aufstocken. Und dort gibt es dann noch eine reizvolle Idee, dass wir, wenn wir einen 40-Stunden-hauptberuflichen Feuerwehrmann haben, dass
dass wir auch einen Zivildiener dazugeben können. Also da wäre dann die Schlagkraft der Feuerwehr wirklich sehr, sehr gut erhöht. Und was mir auch wichtig ist zu sagen, da haben wir lange diskutiert und in den letzten 5 Jahren haben wir einige Fahrzeuge gekauft, auch das kommende starke Rüstlöschfahrzeug mit einem Kaufpreis von über 300.000 werden wir auch jetzt ankaufen und im nächsten Jahr wird das geliefert. Und auch im Bereich der Feuerwehr Kobern haben wir ein Feuerwehrauto beschlossen. Also ein klares Bekenntnis zur Aufrüstung, zur technischen Aufrüstung unserer Feuerwehren. Und das muss auch natürlich finanziell gestemmt werden. Machtrenk ist ja traditionell eine Sportstadt. Auch in dieser Sitzung wurden einige Sportpunkte beschlossen, aber auch eine Marktordnung für die Abhaltung eines Flohmarkts. Woraus ergibt sich hier die Notwendigkeit? Ja, Machtrenk entwickelt sich nicht nur als Sportstadt sehr, sehr stark, auch als Kulturstadt. Wir wollen unser Image stark verbessern, was wir auch in den letzten Jahren stark bearbeitet haben. Dieses Mal war eine Reihe von Sportthemen mit dabei. Auch im Bereich der Eishalle war wieder ein Vertrag mit dem durchführenden Verein zu tätigen. Aber was angesprochen wurde, der Bewegungspfad an der Traun entlang zum Kraftwerk Machtrenk zurück, wurde in Kooperation mit der Energie AG, die ja die Fischaufstiegshilfe dort gemacht hat, gleich die Chance ergriffen, dass wir da wieder einen modernen Bewegungspark. Ich kann mich erinnern, mein Vater hat dort schon einmal den ersten leichten Sportpark entlang der Traun eröffnet und den haben wir jetzt abgebaut und gegen einen neuen Bewegungspfad ausgetauscht. Und da freuen wir sich auf die Eröffnung im Frühjahr 2019. Und zur angesprochenen Marktordnung, ja, es ist ein Betreiber eines Flohmarktes auf dem Hobalgelände an uns herangetreten und dort muss auch die Stadtgemeinde eine Marktordnung, was dort rechtens ist, auch erlassen. War unser erster, weil der Wochenmarkt, wo wir sich jetzt befinden, den gibt es ja schon über 30 Jahre, aber den Flohmarkt, diese Marktordnung haben wir erstmals beschlossen und auch dort sind Sicherheitsvorschriften, was darf verkauft werden, zu definieren und das haben wir auch gemeinsam in der politischen Landschaft beschlossen. Das Projekt B1 wurde von Seiten der Stadt vorläufig abgeschlossen. Konnte hier Einstimmigkeit erzielt werden? Ja, da bin ich sehr froh. Also wir hatten im Mai ein sehr gutes Gespräch mit dem Beamten, mit dem zuständigen Beamten des Landes Oberösterreich, wo wir auch bereit waren, verschiedene Planungsarbeiten, obwohl wir für diese nicht zuständig waren, zu übernehmen, um die Vorschläge der Stadtgemeinde zu konkretisieren von einer modernen Straße. Den Menschen, die das beobachten, ist es mittlerweile bekannt, um was da geht. Und wir haben jetzt diese Planungstätigkeit abgeschlossen und vergangenen Freitag hat der zuständige Mitarbeiter, der Herr Berndorfer, diese Pläne dem Land Oberösterreich übergeben, auch nochmals besprochen. Und ich bin in den nächsten Tagen beim Herrn Landesrat Steinkellner. Es geht da zwar um verschiedene Landesstraßenthemen, aber auch um die B1, wo ich natürlich nachdrücklich fordere, dass wir jetzt zu Antworten kommen. Wir haben keine Wünsche geäußert, wir haben nur eine moderne Straße definiert, die mit jedem Unternehmer, mit jedem Bürger eigentlich klar ist. Und was mich wirklich freut, dass wir in der letzten Raumordnungsausschusssitzung auch den politischen Rückenwind meines Vorschlages, den ich jetzt seit 1,5 Jahren oder seit dem letzten Jahr ganz konkret definiert habe, wo ich alle politischen Ausrichtungen, SPÖ, FPÖ, die Grünen und sogar die ÖVP hinter mich einigen konnte, dass wir gemeinsam auftreten. Ich bin sehr froh, dass die ÖVP den Standpunkt verlassen hat, mehrere Ampeln den Landesvorschlag zu unterstützen, sondern jetzt möglichst wenig zu fordern an Ampellösungen, sondern an modernere Lösungen. Und jetzt können wir gemeinsam auftreten und dort hoffentlich in den nächsten Monaten eine Zusage zu dieser Straße erhalten, weil es ist dann noch immer ein langer Weg mit der UVB-Prüfung. Und wenn wir das endlich abschließen können, dass wir in einigen Jahren mit dem Beginn der Straße durch das Land Oberösterreich von Hörsching bis nach Wöls den Lückenschluss finden, wäre das für die Stadtgemeinde eine wesentliche Verbesserung im Bereich Lärmschutz, aber auch Abgase. Und das sind die Dinge, die mir ganz wichtig waren und wo wir jetzt einen Einklang und die richtige Stoßrichtung definieren konnten.
Herr Berndorfer, Sie waren am Freitag in Linz auf der Landesregierung, haben die Vorschläge der Stadt betreffend B1-Ausbau überbracht. Was können Sie im Näheres dazu sagen? Ja, wir haben ja vom 5. Juni von unserer Letztbesprechung Hausaufgaben mitbekommen. Da ist es konkret um die Untersuchung von zwei niveaufreien Knoten gegangen. Wir haben jetzt beim Land die Machbarkeit demonstrieren, die Machbarkeit dieser Studie, diese Kreuzungen demonstrieren können. Es wird jetzt noch im Detail geprüft. Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass wir da was bewegt und dass wir was umsetzen können. Aus Ihrer Sicht, Herr Berndorfer, können Sie sagen, die Stadt hat ihre Hausaufgaben gemacht und der Ball liegt beim Land? Die Stadtgemeinde hat jetzt die Hausaufgaben erfüllt. Das Land wird jetzt noch prüfen. Wichtig war auch die Botschaft, die ich überbracht habe, dass in Machtrenk von allen Parteien diese neue Knotenlösungen mitgetragen werden, während das die Machbarkeit ist. Und wie gesagt, das liegt jetzt beim Land und wir werden hoffentlich die nächsten Wochen vom Land dann Näheres erfahren.